Tunnel ist hart. Da müssen wir aufpassen, dass wir da schön rechts fahren. Kein Problem. Kämpfe, Mensch, kämpfe. Ich habe überlegt, ob ich mir so eine alternative Identität anschaffe mit Lensch, mit Perücken. Dass ich Breeden frage nach Perücken und nach Ideen und dann einfach mit meinem Main-Charakter einen Zweitcharakter spiele. Aber ich glaube, zu viele Leute können das nicht unterscheiden. Immer wenn ich sehe, wie Leute schnell einen erkennen, so fuckt das einen ein bisschen ab. Die einzige Möglichkeit, auf diesem Server nicht erkannt zu werden, ist es zu sagen, ja, ich habe eine Maske und einen Stimmverzerrer. Du wirst dann ja trotzdem mit Lensch angesprochen. Oh Gott, was ist denn hier los? Dann müssen wir mal hier raus. Ich glaube, die Idee ist schwierig. Nee, Voice Changer finde ich doof. Sind schon wieder einige mit dem Chef von Lensch gefahren heute. Was? Ach so, bei der Einreise oder was? Sind viele Leute reingekommen? Ich habe beispielsweise, ich fand zwei Sachen schade. Die erste Sache, die ich schade fand, war die Tatsache mit dem Bruder von Ackermann. Das fand ich schade. Dass das nicht einfach, also da hat Untermeier einfach verkackt so. Also bitterböse. Und die zweite Sache, die ich schade fand, ist, dass sie zu schnell aufgelöst haben, dass Schimanski Unger war vor ein paar Tagen. Weil ich hätte mit dem einfach ich hätte das einfach durchgemacht so, die ganze Zeit. Aber die haben es einfach nicht hingekriegt, da die Fresse zu halten. So schade, Adra.
Verfickten pinken Traktor. Ein Gedicht. So, wie Mensch, Herr Schimanski, ich wusste gar nicht, dass Sie Gitarre spielen können. Chef, was machen Sie denn hier? Ich habe eine Fahrradtour hier hochgemacht. Eine Fahrradtour? Mensch. Ha? Hobbs, hast du die Gitarre wieder? Danke. War gut für meine. War das gut, Hobbs? Ja, doch. Das erste Mal. So, danke. Wenn jemand von euch Traktor fahren möchte, sagt ihr Bescheid, ne? Ja. Okay. Lenny ist ja noch unterwegs. Nee, Lenny ist nicht mehr unterwegs. Nee, der ist jetzt auf dem Rasenmäher umgestiegen. Im Rasenmäher, okay. Mhm. Sieht alles so fit aus. Ja, so richtig sportlich unterwegs. Ich bin heute auch fit. Ich bin gerade die 10 Kilometer hier hochgefahren mit dem Fahrrad. Und wie war's? Schön? Der Highway war frei. Wir dürfen eigentlich nicht auf den Highway, ne? Ich wollte gerade sagen, Chef. Ach, Lenny, Gesetz und Regel. Aber Lenny! Mein Busch. Was zur Hölle? Was passiert hier? Ach, Mann. Er hat ihren Busch abgesägt. Mein Busch. Also, Lenny hat so viel Spaß. Achtung! Ich glaube, sie müssen wir. Oh Gott. Vorsichtig, junge Mann. Lenny? Ach, der da. Bring uns nicht um. Er kriegt nie wieder einen Rasenmäher. Macht Spaß, oder? Ja, wenn ihr mal. Chef? Herr Untermeier, was machen Sie auf dem Rasenmäher? Ja, also ich durfte schon mit dem Traktor fahren und dann durfte ich schon mit dem Rasenmäher fahren und ich habe mir nämlich ein Haus gekauft und da ist ein relativ großer Rasen und den müsste ich dann auch mal Rasen mähen. Ist das jetzt neue Mode, dass Männer keine Hose mehr tragen? Ja. Dass wir keine Hose mehr tragen, das ist eine Radlerhose. Oh, das ist doch keine Hose. Oh, Lensch, die sind aber gut trainiert. Was ist denn, was, das ist eine Radlerhose für einen Sport. Das sind aber Unterschenkel. Heute ist Radler. Kramer, heute ist doch Radlersonntag. Heute ist Radlersonntag. Die haben dich wirklich gut gehalten für ihr Alter. Ja, ja. Was ist denn mit ihnen? Ich sehe, was sie alle haben. Herrlich. Also ich finde, es sieht super aus. Wurde vorhin auch schon benötigt, mich wieder umzuziehen, aber dabei nicht. Überhaupt nicht, Herr Kramer. Bleiben Sie standhaft. Schon die neue Folge vom Held der Steine gesehen? Er rostet die NES-Konsole von Lego. Sag mal, was ist mit ihnen jetzt? Die haben sie kaputt gemacht. Ja,
Was ist denn mit den Leuten hier? Da hat man mal eine Radlerhose an, macht mal ein bisschen Sport und schon wird man verurteilt. Kein Wunder, dass die Leute dick und zu Hause bleiben. Sport wird hier nicht geduldet anscheinend. Mein Gott, doch. Guck mal, vor der Seite geht das ja ein bisschen die Hüfte hoch. Das sieht man. Ich sehe gut windschnittig. Das ist der Chef. Oh Gott, das kann ich mir nicht geben. Oh, es war offen. Hä? Der wegradelnde Lynch. Alle geiern sie aufs Gemächt. Ich fahr grad. Sag mal. Moin, moin, Herr Lynch. Lynch ist im Flugmodus, auch auf dem Highway. So, und jetzt rollen lassen. Ich hoffe, du radelst auch in RL gerade auf deinem Home-Trainer mit Lul. Natürlich, so wird er angetrieben gerade. Ich glaube, wir müssen mal so eine Fahrradtour grundsätzlich organisieren. So für so komplett um die Insel, so wie gerade. Sie sollen am Flughafen einfach sagen, dass ich nicht unten mit dem Schäfer stehe, sondern mit dem Trackbike.
Oh Mann, Alter, das wird irgendwann böse knallen übrigens mit dieser Lenny-Scheiße, ne? Das ist schon klar, dass Lensch keinen homosexuellen RP machen wird, ne? Das heißt, sobald das irgendwie rauskommt, ist der geliefert. Und wird halt einfach entlassen. Oh Mann. Und die checken nicht, dass ich die ganze Zeit... Also, das wird halt sehr unangenehm. Ich hoffe, dem ist das bewusst so, dass da keine Wahl bleibt. Ich glaube nicht, dass das... dass denen das klar ist. Warum direkt entlassen? Weil ich mich auf so Cringe-Scheiße nicht einlassen werde. Und wenn man irgendwie meint, seinen homosexuellen Charakter zu spielen, so, ist das ja schön und gut. Kein Problem. Aber wenn du dann offensichtlich Leuten auf den Sack gehst, die damit nichts zu tun haben wollen, dann musst du mit den Konsequenzen rechnen. Und die Konsequenzen sind, dass ich dann nicht mit jemandem zusammenarbeiten kann, der offenkundig irgendwie meint, Beziehungen oder so einen Scheiß zu spüren. Das ist in keiner Form, wird in keiner Form funktionieren. Ich hol mir mal einen Apfelsaft hier. So, das funktioniert nicht. Die ganze Cringe-RP-Scheiße, damit kannst du mir gestohlen bleiben. So, die sollen sich alle aus dem Weg machen. So, ohne Mist, Alter. Also wirklich. Dieses ganze Liebe-Ding und so. Und alle sind... Also wirklich, die sollen sich alle löschen. Nee. Streng ist das nicht. Konsequent ist das. Und dieses ständig drauf, also es ist wirklich unangenehm. Es ist für mich unangenehm und es ist hinter, also es ist auch hinter, also hinter dem Charakter unangenehm, weil ich nicht in so eine Situation verwickelt werden will und ich denke, man merkt das auch. Was würde ich machen, ne? So eine Scheiße, mit so einer Scheiße willst du halt nichts zu tun haben, so. So, das ist, ob das nur Frau ist oder Mann ist, das spielt keine Rolle. So, wenn das passiert, so, dann, ich habe kein Interesse dran. Wenn das ausgespielt wird, wird das tödlich enden. Und potenziell. Also, sowas kann ganz schnell eskalieren. Bei dem Char. Das wird sehr schnell, sehr unangenehm. Der die Ausfahrt hochradelnde Lensch. Hätte es mal früher so machen können, oder? Ja. Naja, man lernt aus Fehlern. Man lernt aus Fehlern. Xenomeno. Nee. Also, ich hoffe, das versteht man, ne? Also, das ist wirklich... Das spielt keine Rolle, ob das Mann oder Frau ist. Die Leute mit ihrem scheiß Heirats-Hochzeitskram so, das ist nichts für mich. Da will ich nichts mit zu tun haben. Wirklich in keiner Form. Lensch weiß das ja nicht. Naja, diese Andeutungen sind halt schon relativ offensichtlich. Der einzige Grund, warum der das nicht sagt, ist, weil es jemand mega unangenehm ist. So, was soll denn das Ganze so? Dieses Ganze, was soll denn der Scheiß, Alter? So, das ist halt, einfach nur unangenehm, so. Was willst du denn da, was RPst denn da? Ey, lassen Sie mich in Ruhe, so? Was soll das? Ist halt einfach nur unangenehm. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Für mich ist das einfach gar nicht, steht gar nicht zur Debatte so.
Sie soll nicht ans Gewinnspiel erinnern. Ja, ich radel noch zu Ende. Klär das im Vorfeld. Ich will sowas nicht im Vorfeld klären, Alter. Ich bin schlimm genug, dass du braindead genug bist, das nicht mitbekommst bei mir, Mann. Was soll ich denn da im Vorfeld klären? So ist halt komplett lost. Die sollen mich halt mit ihren ganzen Frauen, ihrem ganzen Pimmeln und Nicht-Pimmel und Kartuschen-RP, sollen die mich einfach in Ruhe lassen. War das der Kramer? Was ist Kartuschen-RP? Na ja, mit ihrem Schmuckkästchen-RP, weißt du? Wenn man einfach keinen Bock hat. Ich habe den jetzt nicht schnell genug erkannt. Nein! Oh Gott sei Dank. Der asexuelle Lynch. Ja, ich meine, du musst natürlich alles im RP ausspielen, was in der Realität ist. Du spielst auch keine Abtreibung aus oder irgendwelche Geschlechtsumwandlungen, so. Das spielt man einfach nicht aus. So, da gibt, das sind einfach, weiß ich nicht. Es ist einfach, es ist das zu viel, Mann. Schwangerschaften, so. Das sind alles Dinge, die du nicht, das solltest du die Finger von lassen. Ich bin ja grundsätzlich ein bisschen traurig über das ich sag's euch ganz ehrlich, ich bin wieder traurig über die Art Alternativlosigkeit der Mediziner hier. Weißt du? Es gibt irgendwann wird der Tag kommen, an dem ich mit dem Zweigcharakter hier reinconnecte und denen das einfach zeige, wie das geht. Weil mir die Maß. Also, wenn ich irgendwem zeige, wie Medic RP gemacht wird, dann hier. Und dann werde ich die einfach auseinanderreißen, so. Aber. Dann fragen im Nachhinein, und so arrogant bin ich gerade, wird das der verfickte, wird das einfach geisteskrank. Die sitzen nämlich alle immer hier in ihrem Universum und machen dieses, ja, wir nehmen ihm Blut ab und so weiter, anstatt einfach mal weiterzugehen. Und ich rede nicht von Homöopathie, aber verfickt nochmal, was ist denn, wenn du anfängst, ich spoiler's nicht. Ich sag's nicht, sonst klauen die mir die Ideen. Ich mach's nicht, aber es kotzt mich an. Am liebsten würde ich so 20 Charaktere spielen, über 6 Stunden am Tag. Um den Leuten ein paar Ideen zu geben. Ja? Da hätte ich so Bock drauf. Aber es ist auch so schwierig, die Zeit aufzubringen. Aber ich werde Kreuzfeld schon noch zurückholen. Das wird passieren hier. Ich weiß nicht, ob es nach Lynch sein wird oder nach Meier. Aber Kreuzfeld ist safe hier. Ganz, ganz safe. Ganz, ganz, ganz safe ist das hier. Und dann werden wir wieder mal ein bisschen Schwung in die Kiste bringen mit dem Scheiß-Medic-Scheiß. Da werde ich die mal ein bisschen auseinandernehmen. Hier, oh, wow, 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 das wird sehr unangenehm. Aber nicht, weil die angegriffen werden, sondern einfach nur, weil es so offensichtliche Lösungen für so gängiges, immer wiederkehrendes, standardisiertes Prozedere gibt.
Wir werden sehen, wir werden sehen. Aber ich habe Bock darauf auf jeden Fall. Schön. Doktor nicht anerkannt? Ja, das wird hier nicht passieren. Das ist ja das Großartige. Das wird halt hier nicht geschehen und deswegen kann ich voll rein. Was zur Hölle? Deswegen kann ich halt dann voll rein. So, Laufstile. Haben wir nicht Joggen oder so? Bei Laufstil? So groß? Nee, das ist ein leichtes Joggen. Lensch für Triathlet. Schon vom Zusehen Seitenstechen, ehrlich gesagt. Halbe Baywatch.
Ah. Schade, auf 5M-Basis würde das hier unten richtig belebt sein. Dann würde man ein bisschen untergehen. Sonnenbrand der P. Ja, 5M hast du halt eingeschränkte. Ja, Spielerzahlen. Ich habe übrigens keine Grafikmods installiert, ne? Das ist nur Ultra im Spiel selbst. Sieht besser aus als Cyberpunk auf der Xbox. So ein Ding ist das. So, Chat, ich mache jetzt das Giveaway fertig für Carhartt. Während Lensch am Strand lenschiert. Wir werden jetzt zwei Dinge weggeben. Parts oder zwei Bereiche, zwei Gewinner ziehen. Und zwar kann man jetzt zweimal gewinnen, sich ein Pullover, eine Hose und ein T-Shirt bei Card auszusuchen. So, ich muss mal kurz gucken, wie ich das Keyword nehme. Hat es geklingelt? Gewinne, gewinne, gewinne. Hat es geklingelt? So. Okay, alles klar. Ich muss mal kurz die Ansicht wechseln. Hallo. So, wir haben ein Giveaway offen. Das Keyword ist Beachlench. Ihr könnt, wenn ihr Beachlench eingibt, am Carhartt Giveaway teilnehmen und ihr bekommt von Carhartt die Möglichkeit, zwei Gewinner, euch heute eine jeweils Hose, jeweils Hoodie und jeweils ein Shirt auszusuchen. Auf der Seite card.com, Link ist unter dem Stream, passt da auf wegen den Cookies. Das kann manchmal ein bisschen problematisch sein mit dem Adblock. Schaut auch unter dem Stream vorbei. Das Keyword ist der Beachlench. Macht mit, ich lasse das jetzt hier laufen. Nicht mehr als zweimal eingeben übrigens. Obwohl mal, ich mache Anti-Spam aus. Ich mache Anti-Spam aus, Chat. Anti-Spam ist aus. Haut durch. Haut durch. Beachlench. Ihr könnt nicht rausfliegen. Ihr habt aber keine größere Chance. Zwei Gewinner heute. Beachlench. Beachlench. Groß-Kleinschreibung egal. Das erste B ist groß. Und der Rest steht ja da. Hat es geklingelt? Macht mit und bekommt euer Carhartt Lench-Paket. Beachlench. Hose, Hoodie und Shirt.
Das läuft jetzt noch eine Weile und ich gebe das gleich raus. Keine besonderen Maßnahmen bzw. keine besonderen Chancen für Subscriber. Wir geben Non-Subs genauso, wie wir Subs geben. Aber Twitch Prime ist die kostenlose Möglichkeit, diesen Stream zu unterstützen, wenn ihr das denn wollt. Und Lensch geht nochmal ins Wasser am Beach. Nicht zu verwechseln mit Bitch Lensch. Ja. Der Beach Lensch. Ja. Beach Lensch und Bitch Lensch nicht verwechseln, genauso wie Schwarzwasser und Schwanzwasser. Das ist tödlich. Fand ich ja von Stefano cool. Schwarzwasser? Ich dachte, sie machen hier Cola. So, über 1000 Leute sind drinne. Keyword ist Beachlench für euer eigenes Carhartt-Paket. Link ist unter dem Stream. Sucht euch doch schon mal was aus. Hose, T-Shirt, Hoodie. Alles zusammen aussuchen und von Carhartt selber zugeschickt bekommen. Sehr, sehr nice Aktion. Jetzt schon seit mehreren Monaten Carhartt-Partner. Seit Oktober, um genau zu sein, glaube ich. Und sehr, sehr stolz immer noch drauf. Mit Carhartt zusammenzuarbeiten zu können, dass auch in Zukunft ein bisschen mehr was passiert. Beach Lensch. Leute sind drin. Es werden gleich zwei Gewinner ausgewählt, die sich das Ganze aussuchen können. Keine besonderen Vorzüge für Subscriber, für alle gleich. T-Shirt, Hoodie, Hose kann man sich aussuchen auf der Seite, kriegt man zugeschickt. Beach Lensch. Nein, man kann nicht das nehmen anstatt das. Das verstehe ich grundsätzlich nicht, warum man danach fragt. Nein, Hose, Hoodie und Shirt. Beach Lensch. Arbeitshose geht natürlich. Sind ja auch Arbeitsklamotten, sind für die Working Class, für die Leute da draußen am Schreinertisch. Beim Häcksler. Für die Leute ist das. Die auch mal ein T-Shirt brauchen, was ein bisschen was aushält, ja. Klamotten brauchen, die ein bisschen was aushalten. Ich finde es schade, dass so viele Streamer Non-Subs ausschließen, aber das Problem ist, an den Nicht-Subscribern merkt man im Kanal schnell, neben den Viewern allgemein, wieso die Chatkultur ist. Das heißt, wenn du deinen Kanal dicht machen musst, weil nur Subscriber schreiben, dann machst du das halt, weil entweder zu viele Nachrichten kommen oder du nicht kontrollieren kannst, was die Non-Subs schreiben. Und dann weißt du halt so ein bisschen, dass die halt ein bisschen schwierig sind unter Umständen. Beach Lensch. Immer noch das Keyword. Musst du halt wegmoderieren, ja. Musst du hart wegmoderieren. Halbe Mundansage? Nee, das ist bei ganz vielen Großen so. Also das ist das Erste, was gemacht wird, wenn du 5, 6, 7.000 Zuschauer hast, ist Submodus rein. Weil du dich mit den normalen Plebejern nicht mehr auseinandersetzen willst. Aber das muss man halt nicht machen. Ja. Du kannst sowas auch wegmoderieren. Es gibt halt immer Möglichkeiten, das zu tun. Beach Lensch. So, Ladies and Gentlemen. Lass uns doch mal ganz kurz das Giveaway raushauen bei 1200, 300 Leuten hier. Wir hauen jetzt zwei Gewinner raus. Sam, bist du da?
Schreibst du die Jungs an, Sam? Hat ihr Klingel? Ja, ansonsten schreibe ich mir den Namen gleich auf. Wenn Sam nicht da ist. Ist wieder ein Dota, aber. Hi. Okay, dann schreibe ich das auf und schreibe ihm das im Discord, damit er das nicht verpeilt. Warte mal.